Dicker, we go hard. Dicker, we go hard. Dicker, we go hard. Hard, hard. Hier ein Brett für deine Playlist. We go hard. Ja. Bruder, was soll das für eine Reaction werden? Sag ich dir jetzt mal Real Talk, ne? Also, Mann, Alter, da kickt direkt schon wieder der Drang, so viel sagen zu müssen und so viel zu erzählen und alle, wenn es schon losgeht, ne? Also, ich versuch's wirklich kurz zu halten. Wie meine Hecke in meinem Bonsenvorgarten. Ja, Digga, es ist zu Elder Tape 1, Alter, was soll ich denn dazu sagen? Soll ich jetzt wieder die, oh Mann, was das für mich bedeutet hat, Keule schwingen? Es ist halt so, dieses Album war richtig krass. Also krass ist ja kein Ausdruck, Digga. Das ist ein Lebensabschnitt, Soundtrack of my life, dieses Album. Digga, das hat mich begleitet durch, weiß ich nicht, wie viele Phasen, durch wie viele Tage, durch wie viele Monate, Wochen und Jahre, Digga. Das ist ein Album, was ein Classic auf Ewigkeit sein wird. Du könntest dieses Album auf meiner Beerdigung spielen und ich würde sagen, es ist vielleicht ein bisschen unpassend, aber ich würde sagen, ich weiß warum, wenn ich noch reden könnte, würde ich sagen, ich weiß warum derjenige, der es ausgesucht hat. Weil derjenige dann bestimmt weiß, wie viel es mir bedeutet hat. Und einer dieser Songs, bei der ich den Titel nie verstanden habe, war Z-Files. Was sind Z-Files, Z-Files? Ich weiß es nie. Ich weiß auch nicht, warum der Track so heißt, aber ich sag dir, das ist einer dieser Tracks, die ich dir wirklich, wenn du mich nachts um wann auch immer wächst, ich dir die komplett auf 6 Promille mitrappe. Es ist einer dieser Songs, die für mich am geilsten sind vom ganzen Zuhälter Tape 1, auch wenn er keine Hook hat. ZIP-Ordner-Dateien, okay. Ja, Zuhälter-Dateien, ZIP-Ordner, okay, alles klar. Und es ist wirklich einer der geilsten Songs auf dem ganzen Zuhälter-Tape 1. Ich überlege gerade, ob ich ihn einmal laufen lasse und komplett mitrappe, damit ich mein ADHS gestillt habe oder ob ich es auch so schaffe. Ach ja, Kollege der Boss, Alter. War das wieder einer dieser Momente, wo ich realisiere, ich habe einfach ein Feature mit ihm. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Es ist alles irgendwie so groß und so cool und big geworden, dass ich manchmal das gar nicht so checke. Ich habe einfach ein Feature mit Kollega, dem Boss, Digga. Das wird mir bei so Classics wieder, weil so Tracks, die versetzen mich komplett back into time, Digga. Nostalgie-Flash. Und dann kriege ich auch die Vibes von früher. Und wenn damals mir jemand gesagt hat, du hast mit Kollega ein Feature, ey, Digga, ich sag dir ganz ehrlich, also. Yeah. Es ist der Zuhälter-Schlampe. Ich schicke die Hose jede Nacht über die Straße wie eine Fußgängerampel. Und das ist natürlich direkt schon wieder geil. Also ich tue jetzt mal so ein bisschen, als würde ich es analysieren und ein bisschen darauf reacten, so als hätte ich es noch nie gehört und fände es jetzt irgendwie geil und erzähl warum. Also der einzige Genre, das ist der Zuhälter auf Fußgängerampel, ist natürlich das Zuhälter ist, wenn du so willst, ein Zweck rein, weil du könntest es auch mit, keine Ahnung, jedem anderen x-beliebigen Wort, was irgendwie degradierend in Bezug auf eine Frau ist, austauschen. Aber natürlich reimt sich auf Ampel, deswegen macht er das. Passt auch, ist für mich kein Zweckreim, ist cool. Und dann dieser Vergleich, ne? Ich schicke die Hose jede Nacht über die Straße wie eine Fußgängerampel, ist cool, passt auch perfekt zu seinem Zuhälter-Image und es ist geiler Flow. Schicke die Hose jede Nacht über die Straße. Schicke die Hose jede Nacht über die Straße. Jede Nacht über die Straße wie eine Fußgängerampel. Absolut genialer, geiler Einstieg, Digga. Ich bin ein Ho-Killin, Dope Dylan, MC Flow, der so glänzt wie die Goldpilz am Bentley. Ho-Killin, Dope Dylan, MC Flow, der so glänzt wie die Goldpilz am Bentley. Gar nichts dazu gesagt, einfach nur nochmal nachrappen. Dille Dope, Dillen MC Flow, der so glänzt wie die Goldpilz am Bentley. Pimp Rap, Hustler Flow, ich bin weg mit massig Coke. Es ist so hart auf Reim geschrieben, alles ist. Und da ging mir einfach einer so, weil es für mich so unmenschlich rund, gut und perfekt war zu der damaligen Zeit.
Und die Kombination mit dieser Voice von ihm und das war ja nicht nur, dass er krasser rappt und krasser Vergleiche kickt als alle anderen. So, nicht unbedingt krasser rappt, aber doch auch mit dem Double Time und so. Der hat einfach so eine ganz andere Aura gehabt. Das war so richtig revolutionär für Deutschrap. Deutschrap war ein Lamahaufen wie Kamelexkremente. Nee, aber wirklich, damals war, was war denn damals in? Natürlich gab es legendär Savage, Azad, die beide übrigens auch auf meinem Album sind. Gott meint es gut mit mir, Alter, ohne Spaß. Natürlich gab es auch harte Hunde, sage ich mal, ja, nicht nur dieses verweichlichte fettes Brot und fantastische Vierzeug, ne, aber diese Art von einem Zuhälter, der mit so einer Arroganz da reingesteppt kommt und in Kombination mit der Art wie, Digga, das gab's einfach nicht. Und auch so einer, der Rap eher so desinteressiert nebenbei gemacht hat. Ja, ich könnte der beste Rapper der Welt werden. Scheiße, mir fällt die Zeile nicht ein. Der rappt das in einer Zeile auch, genau. Ich bin der beste Rapper, egal. Egal. Kurze Brain-Gulasch mitbekommen von mir. Und das wirklich, diese Kombination aus den einzelnen Flash, Digga, das war ein Boom damals. Ey, meine Clique, wir sind wir waren wirklich Deutschrap durch und durch, wir kannten alles. Aber Kolle, Digga, war a whole nother level, Digga. Das ist mit nichts zu vergleichen gewesen. Ich bin der geilste Rapper der Welt, genau, danke. Danke, Baldemort, du hast. Ich bin der geilste Rapper der Welt, doch das ist mir scheißegal, denn ich rap nur aus Zeitvertreib, wenn ich nicht gerade den Maybach fahre. Sogar deine Eltern nennen dich. Bei mir tanzen etliche Bitches nackt auf dem Esszimmertisch. Das F-Wort habe ich gerade zitiert, also beruhigt euch. Pimp Rap, Hustler Flow, ich bin weg mit massig Coke. Klatschos per Pimp Slaps, links, rechts die Backen hoch. Jedes Wort überlegt. Bin weg mit massig Cokes. Klatschos per Pimp Slaps, links, rechts die Backen rot. Im Bett verpasse aus das Ding jetzt und mach es so, dass jedes Latz sich wohlfühlt wie die Yin-Yangs im Affenzoo. So perfekt, Digga, das sind 41 Sekunden, das ist einfach perfekt. Es ist einfach perfekt. Du Depp bist zu Recht sehr besorgt da, ich gerade echt nichts Besseres vorhab. Als dass ich jetzt mit dem Lex in dein Dorf fahr, mit deiner Mom im Bett mehr für Yes als das Fort starte. Das ist halt bei jeder, ich hab das auch neu gelernt, dieses Vergleich, und natürlich haben alle schon irgendwie mal Vergleiche gekickt und Punchlines und Wortspiel und Wortwitz und Angles und sonst was und Pointen in ihre Tracks, ne, reingeballert. Aber diese Dichte, wie Kolle das damals gemacht hat, Digga, also ja. Das war zu krass. Und das war einfach auch so eine Freude, das zu hören, weil du wusstest, am Ende, in jeder Line kommt irgendwas. Mehr Fiestas als Ford startet. Wegen dem Auto Ford Fiesta halt, ne? Startest du den Fiesta quasi, wenn du in deinen Ford einsteigst, Digga. Ich könnte dich auch einfach aus deinem Twingo ziehen und dir so lange in den Arsch treten, bis du läufst wie ein Pinguin. Das war von Snagger, ganz anderes Ding jetzt. Ja. Dieser Rap ist wie eine Offenbarung. Ich bin im Westen so wie Ostenstar, von Texas bis nach Kopenhagen. Er ist im Westen so wie Ostenstar, von Texas bis nach Kopenhagen. Dieser Rap ist wie eine Offenbarung. Westen so wie Ostenstar, Texas bis nach Kopenhagen. Barretta oder Glock zu laden und du suchst das Weite wie ein Fettsack im Klamottenladen. Ey, das ist wirklich so, es ist einfach so schön rund. Auch dieser Punk, du suchst das Weite wie ein Fettsack im Klamottenladen, Digga, ist so nice. Und brauch nur die Barretta oder Glock zu laden und du suchst das Weite wie ein Fettsack im Klamottenladen. Pass auf, Player. Ansonsten suchen wir am Weekend zu sieb deine Stadt auf, Player. Wir gehen in die Street an dem Palast. Was, das habe ich nie verstanden, was er da sagt. Ich rap immer, wir gehen in die Street, einem Palast auf Rädern. Ach, wir gehen in die Suite, einem Palast auf Rädern. Es gibt so Songs, die rap ich einfach falsch mein Leben lang schon mit, Digga. Wir gehen in die Street. Ganz zu sieb deine Stadt auf, Player. Wir gehen in die Street, einem Palast. Wir gehen in die Street. Biegen in die Street. Ah, okay, dann. Ja,
Ja, guck, ich hab immer, wir gehen in die Street. Wir gehen in die Street, einem Ball. Wir gehen in die Street, einem Palast auf Rädern. Wir gehen in die Street, einem Palast auf. Also das Auto ist ein Palast auf Rädern. Biegen in die Street, einem Palast auf Rädern. Ah. Ach, wir biegen in die Street, einem Palast auf Rädern. Okay. Und auf Player, biegen in die Street, einem Palast auf Rädern und erniedrigen. Geil. Erniedrigen G's wie ein Knastaufseher. Erniedrigen G's wie ein. Wir biegen in die Street, einem Palast auf Rädern und erniedrigen G's wie ein Knastaufseher. Immer diese Pointen kicken, Digga. Es ist so nice. Immer diese Wortspiele. Ich liebe das einfach. Fuck auf Leder, ich trage näher zu der Pelz, stapel Berge von Geld im 5-Sterne-Hotel in einer luxuriösen Suite. So, so schreit ich komm mit muskulösen G's, die an Busbahnhöfen dealen. Auch diese Reime, ne, das war, ja, Bro, ich muss ein bisschen Stopp drücken, ansonsten wird das hier wieder geclaimed. Wahrscheinlich wird's eh geclaimed, Alter, leider Gottes. Aber es ist so schön. Ich meine, ich kann es ja von euch nicht verlangen, dass ihr so viel Liebe für mich aufbringt. Das wäre ja wirklich utopisch und surreal. Aber wenn ihr nur einen Hauch von dieser Liebe für mich aufbringen könnt, ja, dann geht ihr mal auf jjigi.de und guckt mal, was in dieser monströsen Box, die gefühlt größer ist als mein 3-jähriger Sohn, für hochqualitative, schöne Inhalte drin sind. Wirklich wahr, das ist mein Baby. Das ist, ja, bis jetzt auf jeden Fall mein größtes Projekt. Und wir sind schon Top 20 anhand der Vorverkäufe. Vielleicht sind wir auch schon Top 15. Geht da noch mehr? Stellt euch mal vor, Digga, wir gehen in die Top 10. Also Real Rap. Wenn ihr Liebe für mich habt, das nötige Kleingeld, hört auf, hier rein zu subben. Hört auf, hier Donations da zu lassen. Geht auf die Seite und holt euch diese Box. Ohne Spaß. Da ist auch diese 100% Beanie Baumwollmütze drin. Und es ist auch noch ein 100% Baumwoll Crewneck drin, made in Europe. Es gibt 5 exklusive Livestreams. Guckt einfach mal rein, was da alles so dabei ist. Und yes, ja. Muchos, muchos gracias an alle, die es bis jetzt getan haben, Alter. Und alle, die es noch tun werden. Ich küsse eure Herzen, Alter. Danke. Also Muttersöhnchen Frieda, Ghetto Businessman. Ich hab mehr Eis an mir als der Demolition Man. Und das ist witzig, weil diese Zeile habe ich nie gecheckt. Der Demolition Man, ich hab mir immer den Silbersurfer vorgestellt, aber das ist ja der Silbersurfer. Der Demolition Man, also das ist wahrscheinlich ein Mann aus Eis, ne? Der Demolition Man ist ein Mann aus Eis. Demolition. Ach so wird es geschrieben. Aha. Lustig. Wie viel willst du dich blamieren? Ja. Wesley Snipes. Ja, aber. Ja, okay. Demolition Man ist halt aus Eis. Ich kenne den Demolition Man nicht. Nein. Er wurde eingefroren und kommt dann irgendwann wieder. Alles klar. Okay, check ich nicht. Ist aber auch scheißegal. Ich habe es trotzdem immer gefeiert. Dir den Kiss of Death und dir den Kiss of Death, Death, den Kiss of Death, triggert euch das jetzt wieder, ihr ach so klugen Englischmeister. Bei Kiss of Death muss ich immer an Jada Kiss denken, an das Album. Aber ich glaube, das kam nach Kollega raus. Businessman, ich hab mehr Eis. Auch der Reim natürlich, Ghetto Businessman. Busbahnhöfen dealen, also Muttersöhnchen Frieda, Ghetto Businessman. Ich raff jetzt auch erst, guck mal, das ist voll, wenn ich dazu auf die Goldwaage lege, da merke ich erst, dass er Man of Man reimt. Ghetto Business auf Demolition ist natürlich ein schöner Reim, er reimt Man of Man, aber Demolition auf Ghetto Business ist schon nice. Ich hab mehr Eis an mir als der Demolition Man, gib dir den Kiss of Death. In Demolition Man wird der Polizist, boah, Dennis schreibt doch gleich ein Buch, Digga. Okay. Und dir wird gerade klar, mein Arsenal gleich Taliban-Terroristen-Camps, Kid. Ob man da den Beat rausgeschnitten hat, weil es vielleicht sonst ein bisschen zu holprig vom Flow wäre. Und dir wird gerade klar, mein Arsenal gleich Taliban-Terroristen-Camps. Ist auch schön Binnenreim, ne? Ghetto Businessman. Dann gib dir den Kiss of Death. Und dir wird gerade klar, mein Arsenal gleich Taliban. Und jetzt wird der Ghetto Businessman-Reim weggeholt. Also auch vom Reimschema
eigentlich schon sehr, sehr weit, der Kolle da gewesen, Digga. So mit Binnenreim und dann wieder dran hin. Terroristen-Camps-Kit, ich linde der Ferrari-Motorhaube. Glaub mir, da machen selbst Japaner große Augen. Die Line habe ich auch nie gecheckt. Spaß, beruhigt euch. Wenn du willst, darfst du mal über meinen Marmorboden laufen oder zusehen, wie ich mit deiner Mom den Hardcore-Porno aufnehme. Ferrari-Motorhaube, Japaner große Augen, Marmorboden laufen, aufnehmen. Es ist so dope, Digga. Das ist so nice einfach. Das ist so nice. Auch diese, weil er das auch einfach mit so einer, mit so einer Leichtfüßigkeit und mit so einem Desinteresse rappt, Digga, als like it was nothing, Digga. Als wär's nichts. Als wär's gar nichts, Digga. Als hat er gar keinen Bock zu rappen. Ja, ich bin der geilste Rapper der Welt, aber es ist mir scheißegal. Genau so ist es. Dass ich nur Porno-Lines habe. Ey, ich kann auch über Morsezeichen, über Kornfeldkreise labern. Und trotzdem so G sein, dass hier die... Kurve kratzt die Formel-1-Fahrer. Du fährst vor im Leihwagen. Ich und Ben zu breit, ich kann nicht mal vorwärts einparken. Da habe ich mich immer gefragt, warum vorwärts? Weil vorwärts ist ja schwerer einzuparken. Ich meine, natürlich reimt sich auf Morsezeichen, Kornfeldkreise und vorwärts einparken und so, ne? Aber da habe ich immer gedacht, Digga. Vorwärts ist. Also zumindest habe ich mir das dann gedacht, als ich dann irgendwann einen Führerschein hatte. Weil als es rauskam, was war das denn? 2000, 2001 oder so? Da hatte ich noch keinen Führerschein. Oder? Ich glaube, da hat es noch keinen Führerschein. Ja, weil er zu breit ist, ist mir schon klar. Aber vorwärts, weil er sagt, ich kann nicht mal vorwärts einpacken. Aber eigentlich muss das heißen, ich kann nicht mal rückwärts, weil rückwärts ist es ja einfacher einzupacken. Vorwärts einpacken ist niemals leichter als rückwärts. Also das kann mir wirklich niemand erzählen. Wenn du auf der vorwärts, niemals ist vorwärts einfacher, Digga. Erzähl mir keinen Scheiß. Ach so, sei denn, aus welcher Sicht du kommst. Aber wenn du fährst und rechts neben dir ist ein Parkplatz, der 1 Meter breiter ist, länger als dein Auto, dann ist es ja wohl leichter, erstmal vorwärts zu fahren, dann rückwärts einzuparken. Rückwärts 100% einfacher. Einfacher, ja, okay, ich hab's auch noch nie, guck mal, ich hab das auch schon. Das ist seitlich. Ja, okay. Okay, ja, dann habt ihr recht. Ja, okay, vielleicht habt ihr recht. Ich hab... Ja, okay, ihr habt recht, vorwärts ist wirklich einfacher. Wenn du so siehst, wenn es nicht seitlich ist, sondern wenn du einfach der Parkplatz vor dir ist, ist natürlich einfach reinfahren einfacher, ja klar. Ja. Yo, das war das Zuhälter Tape, Volume 1, die Xmas Edition. Red Light District Soundtrack. Das ist das Zuhälter Tape, Volume 1, Red Light District Soundtrack. Das ist so ein Zungenbrecher gewesen. Ja, Digga, nichts als Liebe dafür.